Das lässt nichts Gutes erahnen. Ich bin hier! Hilft dir auch nicht weiter. Aber der Stärkere gewinnt. Und naja, das bin eben immer ich. Was ist passiert? Und wie bin ich hierher gekommen? Glockenturm, hörst du mich? Und kein Signal. Wieder hier? Unmöglich! Langsam hasse ich diesen Ort. Wieder hier? Wie? Und wieder da. Hoffentlich hat wenigstens jemand Spaß dran. Besser wär's.
Was? Alfred? Nein. Nein, nein, nein! Alfred! Was ist das? Ist das Ding kaputt? Was ist passiert? Dad? Nein, ich will das nicht nochmal erleben. Also. So vielleicht nicht. Oh, Mist! Oh, my God.
Mein Kopf. Immerhin ist die Luft sauber. Sie haben das Gas in jeden Raum genommen. Komme ich hier je wieder raus? Nightwing, der Rat der Eulen verurteilt dich zum Tode. Vielleicht ist das ein Ausweg. Ich glaube, die haben die Räume bewegt. Der Ort hat eine Stange Geld gekostet, nur um Leute zu quälen. Vielleicht finde ich raus, was sie sonst noch vorhaben. Was meinst du damit? Das ist unmöglich. Sieh in den Schatten nach. Macht sich bestimmt von uns in die Hose.
Wozu das wohl dient? Also, ich brauche nur noch einen Weg darüber. Hinter den Tanks ist ein Ausgang. Was passiert wohl, wenn ich die Ventile treffe? Ich bin wohl auf der richtigen Spur. Arschkalt! Das ist wohl der Forschungsleiter. Gut, dass ich ein paar Fragen habe. Was zum... Du scheinst zu wissen, was hier los ist. Wo sind wir? Hier bereiten wir Freiwillige für das Projekt Polaris vor. Es ist ein Zerneneinsatz. Freiwillige? Ich dachte, ihr nehmt Tote dafür. Anfangs sind sie ja nicht tot. Die Neuen opfern sich dann aber für die Sache. Okay, ich schlag dich jetzt K.O. Mein Gott. Das sind aber viele Terrans. Sie könnten die gesamte Stadt einnehmen. System überlaste, kann ich verhindern, dass sie erwachen. Was ich mit der Steuerung wohl machen kann. Noch mehr Terrans. Genau, was ich brauche. Immer mehr.
Gerade noch rechtzeitig die Kurve gekratzt. Nightwing, sind Sie da? Der Bat-Computer empfängt Ihr Signal wieder. Hören Sie mich? Das tue ich, Glockenturm. Schön von dir zu hören. Gott sei Dank. Geht es Ihnen gut? Jetzt, wo ich dich höre, geht es mir gleich besser. Kommen Sie so bald wie möglich zum Glockenturm. Die Talons, das Labyrinth, alles Strafe fürs Entlarven des Rats. Dass Jacob Kane je dachte, wir wären auf derselben Seite. Das Labyrinth sollte uns nicht nur umbringen. Der Rat wollte uns manipulieren. Hat wohl geklappt. Es ist okay, Tim. Wirklich. Batman hat niemanden getötet. Doch was würde er von Soldaten halten, die als Monster auferstehen wollen? Ich war schon tot. Bin ich jetzt ein Monster? Wir haben einen Rückschlag. Und das geht in dir vor, Tim? Mord? Nett, dass du ihn vom Töten abbringen willst, aber das Labyrinth war mehr als ein Rückschlag, Babs. Tut nicht so, als wäre ich nicht hier. Du bist nicht Bruce und ihr auch nicht. Es reicht. Ganz Gotham wollte Batman an den Kragen. Wenn Bruce heimkam, blutig, fast tot, hab ich ihn gefleckt. Genauso wie euch jetzt. Er war oft wütend. Aber er sank nie auf ihr Niveau. Das werdet ihr auch nicht. Alfred hat recht. Batman hatte einen Kodex. Wie hart es auch werden wird, wir bleiben ihm treu. Der Rat besteht aus Gothams Gründerfamilien. Für sie gilt, Blut ist dicker als Wasser. Sie sind zwar verwandt, aber keine Familie. Nicht so wie wir. Die Beweise, die wir gegen Kane im Hotel gefunden haben, sind praktisch kugelsicher. Dann sollten wir keinen Krieg gegen sie führen, sondern sie anklagen. Kane wird sich keinem Haftbefehl fügen. Das wird er, wenn wir den Cops helfen. Den Cops, die gerade Jagd auf Rächer in Gotham machen? Mindestens ein Cop ist noch auf unserer Seite. Wir haben mehr Daten für die Tafel. Ich war mir sicher, das Labyrinth würde ein technologisches Wunderwerk sein. Aber es waren nur Boxen und Requisiten. Das ist das Gas, was sie nutzen. Damit wirst du mit deinen schlimmsten Ängsten konfrontiert. Also entspringt alles im Labyrinth dem Kopf des Opfers. Das ist... furchteinflößend? Ja.